Hallo und herzlich willkommen zum Online-Kurs der Prima Gitarrenschule. Bevor wir nun so richtig loslegen können, muss ich euch noch sagen, wie man eine Gitarre stimmt. Viele Schüler kommen mit einer neuen Gitarre und wollen Gitarre lernen und die ist am Anfang immer erstmal verstimmt, so wie diese. Und als Anfänger hat man natürlich keine Ahnung, wie das geht. Es gibt diese Knöpfe hier zum Drehen und ja, mehr weiß man erstmal nicht. Zunächst müsst ihr erstmal wissen, wie die Saiten heißen, die Noten der Saiten. Dabei könnt ihr euch einen Spruch einprägen. Emil huscht gern durch alle Ecken. Von unten gezählt. Emil, E, E-Saite. Huscht, H-Saite. Gern, G. Durch, D. Alle, A, Ecken. Also immer der Anfangsbuchstabe von jedem Wort aus diesem Satz. Jetzt ist es noch wichtig zu wissen, dass das H, also die zweite Saite, international nicht als H bezeichnet wird, sondern als B. Und also dieser Spruch Emi huscht, also die zweite Saite H, das ist nur für uns Deutsche so. Und international ist das eben nicht so. Und wenn ihr ein Stimmgerät euch anschafft, das ist sehr hilfreich am Anfang, also solltet ihr euch wirklich kaufen, so ein Stimmgerät. Da reicht auch so ein ganz einfaches, was nur für Gitarren ist, also ein Gitarre-Tuner, ein reiner Gitarre-Tuner. Der zeigt nämlich genau diese sechs Saiten an, die wir brauchen. Ich habe hier so eins von Korg, GA1, das ist so das einfachste dieser Marke. Und da steht dann eben immer die Saitenzahl, also wir fangen unten an, E, da steht dann 1E, 2B, 3G, 4D, 5A und 6E. Und wenn das da steht, dann ist das schon sehr hilfreich und dann wisst ihr, dass die Saite dann stimmt. Ich schalte es mal ein, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, jetzt leuchtet das hier entweder links rot oder rechts rot oder grün. Wenn es grün leuchtet, dann schlägt das in der Mitte aus, dann stimmt die Saite. Und wenn es links ist, ist es zu tief, dann müssen wir fester drehen. Und wenn es rechts leuchtet, ist es zu hoch, dann müsst ihr lockerer drehen, damit es tiefer wird. Ja, also ich schlage jetzt mal die erste Saite an, da müsste dann 1E dastehen. Jetzt leuchtet es links rot und es steht 1E da. Und jetzt muss ich gucken, zu welchem Knopf führt diese Saite. Das ist hier dieser erste Knopf und den muss ich wegdrehen von mir, also fester drehen und dabei anschlagen und schauen, dass es grün leuchtet. Jetzt leuchtet es grün. Okay, jetzt machen wir das mit der zweiten Saite. Da muss dann 2b dastehen, auch wenn das in Deutschland H heißt. Die leuchtet jetzt hier rechts rot, also ist es zu hoch. Und ich muss gucken, wo die hinführt, zum zweiten Knopf. Und den muss ich etwas lockerer drehen, also dann drehe ich den zu mir. Bis es grün leuchtet. Das ist grün, ne? So, okay, jetzt schlage ich die dritte Saite an. Emi huscht gern, G. Also muss da stehen 3G. Es steht 3G und sie ist zu tief, weil es links leuchtet. Also gucke ich, wo die hinführt. Die führt zu dem letzten. Und da muss ich also wieder wegdrehen, fester drehen, damit es höher wird.
also richtig. 3G, grün. Jetzt kommt die vierte Seite. Emil huscht gern durch. Also D. 4D muss da stehen. Ja, steht da. Und jetzt ist es ein bisschen zu tief. Also muss ich gucken, wo es hinführt. Oben, hinten. Und fester drehen, damit es höher wird. Grün, 4D. Okay, also diese Seite stimmt auch. Jetzt kommen wir zur fünften Seite. Emil huscht gern durch alle A. Also muss da stehen 5A. Ich schlage mal an. Jetzt leuchtet sie rechts, also zu hoch. Und es steht 5A da. Also müssen wir gucken, wo die Seite hinführt. Zur Mitte oben. Und ich muss lockerer drehen, also zu mir hin. Ja, grün, 5a. So, und jetzt kommt die letzte. Emil huscht gern durch alle Ecken. Also E, 6e muss da stehen, weil es die sechste Seite ist. Und die führt zu dem ersten Knopf hier. Und die ist zu tief und es steht 6E da. Also muss ich fester drehen. Ja, jetzt leuchtet es grün, 6E. Und jetzt ist die Gitarre schön gestimmt. Ich ja, und wenn die Gitarre gestimmt ist, kann man auch anfangen, Gitarre zu spielen und zu lernen. Und das machen wir dann im nächsten Videoclip. Bis dahin, viel Spaß beim Stimmen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!